Für diesen neuen Kurzfilm sind wir zu Besuch am Amberger Hof in Tacherting im Chiemgau. Ein moderner Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau, Tierhaltung, Energieproduktion und einem kleinen Lohnunternehmen. Einen Tag lang begleiten wir Betriebsleiter Gerhard Spiel und sein Team bei den Frühjahrsarbeiten mit der Kamera. Der Amberger Hof liegt auf einer idyllischen Anhöhe nordwestlich der Gemeinde Tacherting in Oberbayern. Gerhard Spiel bewirtschaftet den Betrieb heute in dritter Generation und stellt uns die verschiedenen Standbeine vor. Grüß euch miteinander, wir haben da auf dem Betrieb Spiel Altenberg im Landkreis Traunstein im Chiemgau, Oberbayern. Und wir haben einen Putenmastbetrieb mit nachgelagerter Biogasanlage. Wir haben 150 Hektar, die wir bewirtschaften. Die Biogasanlage hat mittlerweile eine installierte Leistung von 1800 kW und wird im Flexbetrieb gefahren. Und bei der Putenmast haben wir 18.000 Mastplätze. Mitarbeiter haben wir zwei Festangestellte und 500 Euro-Kräfte. Was Besonderes ist, bei der Putenmast haben wir seit 3 Jahren schon keine Medikamente mehr braucht. Wir fahren da mit Homöopathie, das funktioniert recht gut. Wir versuchen ein bisschen nachhaltig zu produzieren. Deshalb haben wir auch in der Biogasanlage Einsatzstoffe, Putenmist, Rindermist, Pferdemist, Maisstroh und nur 35% Silomaisanteil. Und versuchen wir uns so durchzuschlagen. Gerhard Spiel bemüht sich um eine möglichst tier- und umweltverträgliche Wirtschaftsweise. Die Putenställe werden bewusst nicht voll belegt und jeden Tag großzügig eingestreut, damit es die Tiere sauber und trocken haben. Auf den Dächern produziert eine 525 kW Photovoltaikanlage nachhaltigen Sonnenstrom. Mit der Abwärme der Biogasanlage heizt der Landwirt seine Ställe und über ein Nahwärmenetz 6 Häuser. Zusätzlich wird ganzjährig Brennholz und im Herbst Mais getrocknet. Heute wird Grünroggen gehäckselt, den Gerhard Spiel bereits im letzten Herbst angebaut hat. Eine ideale Vorfrucht für den Mais und wertvolles Futter für die Biogasanlage. Der Grünroggen hinterlässt einen Top-Boden. Der Grünroggen lässt mich im Frühjahr schon früh Gülle einbringen zur Verwertung, um das Güllefenster etwas zu strecken und auch um jetzt noch Gülle auf den Mais zu fahren, nachdem wir jetzt die Hauptflächen schon gesät haben. Und dann ist es so, dass ein Grünroggen als Vorfrucht und ein Silom, ein Reis, irgendwo bei uns 24 Tonnen Gesamtrockenmasseertrag machen und der Silomais einfach nur 19, 20. Das heißt, wir haben da auch wesentlich mehr Abfuhr. Und was auch noch ist, wenn im Herbst praktisch dieser Mais nicht so gut wird, dann hat man schon Futter im Silo. Das ist einfach schon eine gewisse Erntesicherheit. Das 22 Hektar große Feld, unmittelbar neben der Hofstelle, wurde bereits am Vortag mit Schwartzusammenführung gemäht. Das warme Frühjahr und ausreichend Niederschläge haben für einen guten Aufwuchs gesorgt. Heute ist der Lohnunternehmer mit dem Häcksler vor Ort. Ein Klaas Jaguar 970 mit 775 PS. Die Abfuhr übernimmt der Betrieb mit seinen eigenen Traktoren und Anhängern. Gerhard Spiel leistet sich ganz bewusst einen großzügigen modernen Fuhrpark. Nur so kann er die wetterbedingt oft nur kurzen Zeitfenster für die Feldarbeit optimal nutzen. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, werden die Maschinen für andere Landwirte im Lohn eingesetzt. Haupttraktor ist der John Deere 6215R. Gleich 3 dieser Zugmaschinen sind am Betrieb Spiel im Einsatz. Zur Ausstattung gehören ein stufenloses Getriebe, genauso wie GPS-Lenksysteme und eine Reifendruckregelanlage vom österreichischen Hersteller TerraCare. Schon seit vielen Jahren befasst sich der Landwirt mit dem Einfluss eines angepassten Reifendrucks. Wir haben 1988 einen 1455er Case gekauft und da haben wir schon Luft ablassen beim Pflügen und auch den Vorteil mit Bodendruck und so weiter festgestellt und auch den Spritverbrauch um 25% gesenkt.
Und das haben wir eigentlich weitergeführt, bis jetzt diese Technik von TerraCare zum Kaufen gegeben hat. Und wir haben jetzt seit 6, 7 Jahren haben wir jetzt praktisch alle Schlepper, die wir neu gekauft haben, mit TerraCare-Regelanlagen ausgestattet. Und das ist jetzt schon die zweite Serie, die wir ausgestattet haben, und sind wir recht zufrieden damit. Aktuell sind 4 Traktoren, 2 Güllefässer und eine Pflanzenschutzspritze mit Reifendruckregelanlagen ausgerüstet. Über ein kleines Terminal kann der Fahrer den Reifendruck innerhalb kürzester Zeit für jede Achse individuell anpassen. Dabei lassen sich vorab insgesamt 3 Werte für die Fahrt auf der Straße und im Feld abspeichern und per Knopfdruck abrufen. Zum Maschinenpark gehören auch 2 Frontspeicher, die von einem hydraulisch angetriebenen Kompressor befüllt werden. Damit lässt sich die Zeit zum Reifenaufpumpen drastisch verkürzen. Insbesondere dann, wenn auch ein angehängtes Gerät mitversorgt werden soll. Alternativ kann das System aber auch von der traktoreigenen Druckluftanlage gespeist werden. Gerhard Spiel weiß genau, was ihm diese Technik bringt und möchte sie auf gar keinen Fall mehr missen. Man hat auf alle Fälle weniger Bodendruck und es ist auch der Spritverbrauch weniger. Dann man hat das Straßefeld, also man hat auf der Straße hat man im Schlepper 2 bar und im Feld hat man 0,8 bar. Und somit hat man natürlich im Feld praktisch wenig Bodendruck und auf der Straße den niedrigen Spritverbrauch und den Top-Abrollumfang von den Reifen. Und von dem her machen wir das also. Liebe Zuschauer, habt ihr schon Erfahrungen mit Reifendruckregelanlagen? Wenn ja, dann berichtet uns gerne davon unten in den Kommentaren. Mit großen Anhängern bringen die Traktoren den gehäckselten Grünroggen zum Betrieb. Im Silo wird die Ladung abgekippt. Das Weizen übernimmt ein Lohnunternehmer mit seinem Frontladertraktor. Immer wieder wird dem Grünroggen Stroh beigemischt, um das austretende Wasser zu binden. Gerhard Spiel hat 3 Kinder, von denen die älteren 2 heute erstmals mit einem eigenen Gespann in der Transportkette mitfahren. Besonders die 15-jährige Anna fühlt sich pudelwohl in dieser von Männern dominierten Welt. Ja, schon, weil ich meine, man muss ein bisschen zeigen, dass das Mädels auch können und nicht nur Buben. Ich meine, das ist jetzt auch eine ganz schöne Arbeit und du kannst es als Mädel genauso machen, wie auch ein Bub das machen kann. Und man muss sich auch ein bisschen beweisen können, sage ich mal. Anna und ihre Geschwister zeigen großes Interesse an der Landwirtschaft. Trotzdem will der Vater keines seiner Kinder dazu überreden, den Hof weiterzuführen. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss diese Landwirtschaft nicht nehmen, ich darf. Und so sehe ich das auch. Einen Pächter oder einen, der da weitermacht, findet man. Und wenn in der Familie dieses Interesse da ist, dann dürfen die natürlich das irgendwie weiterführen. Und bin gerne bereit, auch Ideen mitzutragen, die man dann neu irgendwie verwendet. Während die Mitarbeiter weiterhin mit der Grünroggenernte beschäftigt sind, füllt Gerhard die Pflanzenschutzspritze auf. Er möchte das schöne Wetter unbedingt für eine Fungizidbehandlung im Getreide nutzen. Das Gespann ist nicht ganz alltäglich, zumindest in dieser Gegend. Ja, da sind wir mit der Amazone Anhängespritzen unterwegs mit 4200 Liter, 120 Meter Gestänge, Einzeldüsenabschaltung und wir haben auch von TerraCare Druckluftregelungsanlage drauf. Weil es einfach im Getreide oder in die Bestände ja zum Teil bei Bodenfeuchte reinfahren muss. Oder jetzt beim Mais, da ist ja praktisch der Boden frisch bearbeitet und wenn man da mit der Spritze reinfährt, dann ist man die erste Einfahrt und die mit so schmalen Radl und so kann man halt wirklich den Reifen lang und breit machen und hat einfach nur die Hälfte Bodendruck. Mit ihrer hydraulisch gelenkten Achse folgt die Feldspritze exakt der Spur des Traktors, der mit seiner Vierradlenkung ohnehin schon sehr wendig ist. Alle Funktionen bedient Gerhard über einen Joystick. Ein GPS-gesteuertes System erkennt Überlappungen und schaltet vollautomatisch jede einzelne Düse zu oder ab. Damit wird eine doppelte Behandlung der Fläche verhindert und Pflanzenschutzmittel eingespart. Gut für den Geldbeutel und für die Umwelt. Chemischen Pflanzenschutz sieht Gerhard Spiel als notwendiges Übel, um Ertrag und Qualität abzusichern. Chemischer Pflanzenschutz ist im konventionellen Ackerbau nötig und muss gemacht werden, gehört einfach zum Übel dazu, weil es um das ist, dass die Bestände einfach
gesund erhalten werden müssen, um auch diese Erträge zu stabilisieren und zu haben. Und wenn das Getreide verpilzt, dann kann man es einfach nicht mehr für die menschliche Ernährung oder Tierernährung nutzen. Das ist jetzt zum Beispiel Elite-Weizen, der zur Backqualität hat. Und genauso sehen wir ja praktisch Roggen, der geht auch in die Mühle. Und die brauchen einfach höchste Qualitäten. Zurück zum Betrieb, wo inzwischen das Feld abgeräumt und die Geräte getauscht wurden. Also der Grünrocken ist jetzt geerntet, der ist angefahren. Es ist jetzt das Güllefass auf dem Feld und der Pflug ist auf dem Feld. Und es wird gerade die 6 Meter Kreisleinecke vorgespannt. Morgen um 6 Uhr kommt die Sämaschine und morgen Abend ist das 22 Hektar Feld wieder mit Mais bestellt. Wer sagt, morgen ab 16 Uhr Regen und dann haben wir unser Ziel vollends erreicht. Wir müssen halt heute Nacht durcharbeiten, aber es hilft halt nichts. Wenn das Wetter nicht mitspielt, können wir halt nicht länger warten. Das 19,5 Kubikmeter Güllefass von Zunhammer ist, passend zum Fahrgassenabstand, mit einem 21 Meter breiten Schleppschuhgestänge ausgestattet. Auch hier wird die Ausbringung vollautomatisch in 16 Teilbreiten gesteuert, um Überlappungen zu verhindern. Während der Schlepper zentimetergenau vom GPS-Lenksystem über das Feld geführt wird, regelt das Güllefass selbstständig die gewünschte Ausbringmenge, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Auch das Güllefass verfügt über eine Reifendruckregelanlage. Für kurze Befüllzeiten wurde der Kompressor hier direkt aufgebaut. Bei diesem Schlepper erfolgt die Steuerung direkt am John Deere Terminal über Isobus. Sobald das Gespann von der Straße abbiegt, wird mit nur einem Klick die Luft in allen 8 Reifen abgelassen. Die Möglichkeit, am Feld mit geringem Reifendruck zu fahren, vergrößert das Zeitfenster für die Düngung. Das ist auf diesem Betrieb besonders wichtig, denn in nur 2 Monaten müssen 80% der kompletten Güllemenge ausgebracht werden. 20.000 Kubikmeter pro Jahr macht allein dieses Fass. Ein zweites Fass mit 18,5 Kubikmetern und 15 Meter Verteiler wird vorwiegend im Grünland eingesetzt. Das Fass ist leer und mit einem Klick wird in den Straßenmodus gewechselt, damit die Reifen wieder auf 2 Bar aufgepumpt werden. Das Gespann lenkt Matthias Kolbe, der schon seit 17 Jahren am Betrieb arbeitet. Ich war jetzt kleiner Bub auch immer in der Landwirtschaft und habe da schon immer gern gearbeitet und hat mir Spaß gemacht. Und habe halt dann irgendwann mal mein Hobby zum Beruf gemacht. Sag jetzt einmal, ich habe zuerst was anderes schon gelernt gehabt und Zeug, aber habe dann meine Lehre fertig gemacht und danach habe ich beim Gerhard angefangen. Und seitdem bin ich da in dem Betrieb und der Betrieb, sag ich mal, ist gesund und wächst und ist groß und wir haben viel Technik und das gefällt mir. Das macht auch Spaß mit der Technik zum Arbeiten heutzutage. Es ist nicht einfach, man muss sich oft einmal reinfuchsen und Zeug, also mit der Technik, aber mir macht Spaß und der Gerhard ist jetzt dann auch schon einer, der da in die Technik investiert und nicht stehen bleiben möchte. Der möchte da schon mitmachen, vorne dabei sein. Und ja, das macht halt dann Spaß, wenn man so einen Chef hat und da einfach mitarbeiten kann. Dicht auf den Fersen folgt ihm sein Kollege Matthias Hauser mit dem 6-Schar Lemkenpflug. Auch er ist bereits seit 10 Jahren als Aushilfskraft am Betrieb tätig. Seine Freizeit investiert der gelernte Elektrotechniker gerne für diese Arbeit. Ich muss sagen, wir haben früher auch einen Hof gehabt, mein Paar hat früher einen Hof gehabt, wir haben alles verbracht. Meine Landwirtschaft bedeutet mir einfach auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist einfach schön. Das ist einfach, ich finde es ein schöner Ausgleich zur normalen Arbeit. Vorne am Traktor hängt einer der beiden Druckluftspeicher, der in diesem Fall mit zusätzlichen Stahlplatten zum Frontballast aufgerüstet wurde. So bringt das Fahrzeug seine Kraft optimal auf den Boden. Besonders bei dieser schweren Zugarbeit macht sich der abgesenkte Reifendruck deutlich bemerkbar. Die Technik ist einfach zu bedienen und wird somit auch bei jeder Gelegenheit genutzt. Das wird eigentlich immer genutzt, ob es beim Küpper fahren ist oder beim U-Bauen oder beim Ackern oder sonst irgendwas. Es ist einfach schnell gestellt, schnell bedient. Das ist einfach optimal. Man hat einen gewissen Reifendruck drin, den man halt so im Feld drin hat. Und bei der Terra Care kann man halt verschiedene Reifendrücke zwar hinterlegen, wo man dann haben möchte. Und
man weiß ja dann, wenn man lang nur seine Felder kennt man ja dann irgendwo und da weiß man dann vielleicht, da ist noch ein bisschen nässer, dann kann man halt nochmal eine genutschte Luft nochmal weiter unterm Fahren schnell ablassen und dann, sage ich mal, zieht man da schön drüber, macht keine Bodenverdichtung, keine Gräben und sowas. Und wenn man sagt, jetzt ist das wieder normal, dann kann man den Druck wieder ein bisschen erhöhen und zeigen. Und auf der Straße ist das auch relativ wieder schnell aufgeblasen, also die Druckluft aufblasen. Also von der Seite da macht es auf jeden Fall Spaß mit dem zum Fahren. Auch der dritte John Deere 6215R hat inzwischen die Arbeit aufgenommen, um mit der 6 Meter breiten Kreiselegge das Saatbett vorzubereiten. Am Steuer sitzt Florian Hunseder, der zwar erst seit letztem Herbst am Hof ist, sich aber bereits gut eingelebt hat. Ja, ich habe halt früher auch schon immer bei den Nachbarn mitgearbeitet. Die Arbeit macht mir Spaß und die Schiene ist einfach, dass du mit Tieren arbeiten kannst, mit Maschinen arbeiten kannst. Die Vielfältigkeit einfach. Jeder Tag ist ein anderer. Auffallend ist die hohe Professionalität, mit der am Betrieb Spiel gearbeitet wird. Alles ist sehr ordentlich und sauber. Der Fuhrpark ist modern und jeder Fahrer hat quasi seinen eigenen Traktor, für den er selbst verantwortlich ist. Gerhard Spiel weiß, dass er gute Mitarbeiter braucht, um seinen Hof erfolgreich zu bewirtschaften. Mitarbeiter ist das Wichtigste, was so ein Unternehmen haben kann. Und wir haben das Glück, die besten Mitarbeiter zu haben, die man sich vorstellen kann. Die haben für den Betrieb da, machen auch mal länger, so wie heute eine Nachtschicht. Und da kann man einfach stolz drauf sein, wenn man so eine Leute hat. Dem Team steht eine lange Nacht bevor. Wenn am nächsten Morgen der Lohnunternehmer mit der Maissäemaschine kommt, muss die Gülle ausgebracht und das 22 Hektar große Feld fertig bearbeitet sein. Besonders jetzt, wo es wieder mal drauf ankommt, halten alle zusammen. Das weiß auch der Chef, der zu später Stunde noch immer auf der Pflanzenschutzspritze sitzt. Mit diesen stimmungsvollen Bildern endet unser Drehtag am Amberger Hof in Tachating. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Gerhard Spiel und seinem Team für die spannenden Einblicke in ihre Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und unterstützt unsere Arbeit mit einem Abo des Kanals.